In ein Vers, fürchte Allah, dazwischen schau, was du vorausgeschickt hast. Wahrlich, er sieht, was wir tun. Wahrlich, er sieht, was wir tun. Ob wir danach handeln oder nicht. Imam ibn Kathir und im Tafsir von Sa'di kannst du lesen, dass dieser Vers, die ganz klar sagt, eine Abrechnung mit dir selber machen muss. Jeder nach diesem Vortrag, wenn wir es beenden nachher, mach bitte eine Abrechnung mit dir selbst. Ich mach's mit mir. Allah hat gewählt, dass ich rede. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber Allah hat so ausgesucht. Ich werde mit mir eine Abrechnung machen. Und mach du mit dir eine Abrechnung. Und guck, wo du dich siehst. Ob alles reicht, was du machst. Aber wir können auch Fragen in den Raum werfen. Wie viel Koran können wir auswendig? Wie viel von dem auswendig Gelerntes setzen wir um? Wie oft haben wir unser Geld in die Hand genommen und anstatt Urlaub zu machen für 2.000 und 3.000 und 4.000 Euro, haben wir eine Umrah gemacht für Allah Azza wa Jal. Oder haben wir Hajj gemacht, aber wir meckern über Preise. Aber wenn es nach Malediven geht oder nach Spanien oder nach Mexiko oder Südamerika, dann ist das egal, was es kostet. Aber wenn eine Umrah mehr kostet, ja, warum so teuer? Bruder, frag nicht, nimm dein Geld in die Hand. Allah hat sowieso das geschrieben, geh. Mach's für Allah und fertig. Bruder, stellen wir uns selber die Fragen. Wie viel Qiyam al-Layl beten wir? Das ist das Stehen in der Nacht. Ich weiß, für uns ist das... Das sind Fremdwörter. Wie viel stehen wir in der Nacht? Ya dakir al-ashab, kum mutadiban.